Gute an alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle neue Video geschaut habt. Hier ist wieder Konso mit Splatoon und das natürlich in Farbe und Bunt. Und diesmal mit dabei wieder der Feindisperser mit Haftbomben und Bombenhagel, unseren geilen Kopfhörer mit Sekundärverbrauch, Sprung in der Zeit plus und Spezialabzug minus, die Kleidung mit Hauptverbrauch und Spezialabzug minus und die Schuhe mit Angriff plus Schwimmtempo. Nicht bloß, sondern nur Schwimmtempo. So, wir gehen auf den Standardkampf natürlich. Ich werde jetzt auch wieder kürzere Folgen raushauen, weil manche haben gesagt, ich soll längere Folgen machen. Und andere schreiben jetzt hin und wieder, mach mal bitte wieder kürzere Folgen. Also ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Aber whatever, Hauptsache ich hau mal wieder ein Part raus, weil ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Und wir kriegen direkt einen Fehlercode, was natürlich wieder sehr cool ist. Ich hoffe, dass er jetzt aber bitte wieder weg ist. Kämpfe werden gesucht. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Wenn nicht, kriege ich es kotzen. Und Dankeschön. Was? Cute Boy? Crasshole. Es ist auch eine neue Karte rausgekommen. Die Tümmlerkuppel. Es sind, glaube ich, sogar zwei neue Karten rausgekommen. Arenen, eher gesagt. Die ich bald noch nicht gezockt habe. Und ich finde es mega geil, dass das Spiel die ganze Zeit geupdatet wird. Also könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich muss sagen, ich habe jetzt erwartet, okay, ein Update so, keine Ahnung, in 2 Millionen Jahren. Aber what the fuck, fast irgendwie jede Woche kommt ein neues Update. Das ist ziemlich geil auf jeden Fall, weil es kam auch wieder eine neue Waffe dazu. Ah, yeah! Bleibt ja auch noch stehen. Was ist das? Okay. So. Ja, der war scheiße. Oh. Das war doof. Ich hätte direkt werfen müssen, den zurück, ja. Aber es ist halt das Problem, wenn ich Airbrush RG, ich muss es, glaube ich, auch mal benutzen. Mein Team geht gerade relativ nicht gut ab, sehe ich gerade. Ich kenne die Map halt noch gar nicht, deswegen muss ich gerade immer so ein bisschen auf die Karte gucken. Hinter mir das in Orange. Ein lilaner, rosaner, nein. Sehr gut. Weil letzte Zeit ja nicht so viele Videos kamen, liegt daran, dass ich erstmal 2 komplette Indie-Projekte mittlerweile fertig habe. Das eine ist schon hochgeladen. Dann noch ein Part muss hochgeladen werden und ich vielleicht kennen mich ja ein paar andere, nicht nur von Splatoon her, sondern auch meine älteren Zuschauer, die wissen ja, dass ich meistens Projekte anfange, dann die ersten paar Parts hochlade und dann irgendwann das wieder in Vergessenheit gerate, weil ich einfach so ein bisschen verplant und verpeilt bin. Und ich glaube, hinter mir kommt gleich einer, oder? Nee. Und deswegen habe ich das Projekt komplett jetzt hochgeladen, also bin auf den letzten Part, den mache ich jetzt auch noch. Und erst wenn das Video wirklich das Projekt komplett hochgeladen ist, auf ungelistet, oh mein Gott, was war denn das bitte? Dann, oh, ja, hier, bitteschön, da, werft da rüber, hier, werft da überall hin. Fuck. Erst dann wird das Projekt auch freigestellt, damit nicht wieder irgendwelche Leute, also ich glaube, es wird mich auch anpissen, wenn ich einfach einem YouTuber ein Projekt gucke und der irgendwann dann die Parts nicht mehr hochlädt. Ist eigentlich ziemlich scheiße, habe ich jetzt selbst gemerkt, weil ich jetzt momentan wieder aktiv ein paar Let's Player am Gucken bin. Und ja, jetzt weiß ich, wie ihr euch fühlt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Oh mein Gott. Ach, kann ich werfen, ey. Ich muss vielleicht irgendwann mal wirklich diese Bewegungssteuerung da ausprobieren. Kann man da hochgehen? Oder? Oh! Nee, doch nicht. Nee. Ah, doch. Alles gut. Hör auf mich zu killen, meine Herren der Schöpfung. Ey, es sieht gerade richtig kacke für uns aus. Ihr seht die Karte ja nicht. Leider. So. Wollte mal ihren Cool vergeben, ey. Aber die Karte ist eigentlich sogar relativ cool, muss ich zugeben. Auch wenn ich nicht so gut... Oh mein Gott, der war schlecht. Och, sehr gut. Tintenroller, beste Waffe meines Lebens. Hier sind immer noch die beste. Mal gucken, wie die neue... Weil die neue sah sehr nach einer Sniper aus. Ich kann es noch nicht ganz orten... Oh, komm, die letzten 2 Sekunden noch hier, komm, das... Oh! Ich glaube, es hat geklappt, Leute. Wir haben gewonnen. Wie das aussieht mit der Kuppel oben drüber. Dein Teamgegner. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, meine scheiß Granaten haben gerade noch die letzten paar Prozent ausgemacht. Sehr gut. Erstes Match nach ein paar Tagen. Und wir haben gewonnen. 2-3, nicht das Beste. Aber wir werden dann im nächsten Part direkt eine neue Waffe ausprobieren. Und, och, ernsthaft. Minimal vor unseren neuen Sachen für unsere
neuen Perks, nennen wir mal Perks für unsere Kleidung. Aber wenn euch dieser Part gefallen hat, dann einen dicken Daumen bis zum Himmel, ganz wichtig, schön kommentieren. Und im nächsten Part werde ich auch wieder kurz auf die Freundesliste gehen, keine Angst, habe ich nicht vergessen. Wie gesagt, wenn euch das Video besonders gefällt, könnt ihr natürlich auch auf teilen. Was muss ich jetzt eigentlich immer sagen, ihr seid eh cool genug und teilt das Video meistens. Ich habe letztes Mal schon wieder ein Video 6 Mal oder 7 Mal geteilt worden und das finde ich so geil. Vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns gleich im nächsten Part.